Schlank wie ein Reh, hä? Und so hübsche dunkle Augen, wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Je schlimmer die Gesetze wurden gegen Juden, desto mehr spielten wir mit der Idee, unterzutauchen. Was machst du? Du bist verrückt. Mama, ich will hier bleiben. Ich will leben. Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt. An dem Tag begann dann meine Illegalität. Ich habe vermieden, irgendwelche Menschen ins Gesicht zu gucken. Sie möchte sie blond haben. Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Es ist Endstation. Hier kommst du nie mehr raus. Aufmachen! Es ist nicht gut, mehr zu wissen als unbedingt notwendig. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man ihnen den Finger zwischen einen Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Ich hab doch gar nichts gesagt! Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Joma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. El? El Lewinsky, bist du's? Wo ist der? Vielleicht haben die... Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann... Wir müssen Flugblätter machen. Es geht hier um Leben und Tod. Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgabe weiter.